Duldsamkeit heißt, nicht nachzugeben. Als ich mit dem Studium an der buddhistischen Hochschule begann, war ich weder mit dem Gesang der Mönche noch mit den Sutras besonders vertraut. So war ich ein Ziel des Spotts für meine Mitstudenten. Auch die Lehrer und Ältesten setzten keine großen Erwartungen in mich. Sie betrauten mich nie mit einer wichtigen Aufgabe, sondern kritisierten dauernd, dass ich immer zuschrieb. Ich ließ mich jedoch nicht entmutigen, sondern betrachtete das alles als normal. Es lohnte sich nicht, darüber zu diskutieren. Mein Weg war noch lang. Wer konnte voraussagen, was die Zukunft bringen würde? Ich wusste, dass ich geduldig sein musste, damit die Zeit ihren Lauf nehmen konnte und eine Lösung bringen würde. Meine ersten Jahre in Taiwan waren sehr schwierig, weil der Buddhismus damals dort noch nicht sehr anerkannt war. Als Außenseiter aus China, der seine Aufgabe darin sah, die buddhistischen Lehren zu verbreiten, war ich Kritik ausgesetzt, wurde vorsätzlich unterminiert und von zahlreichen günstigen Gelegenheiten ausgeschlossen. Oft wurden meine Vorlesungen gestört. Doch war ich weise genug, mich von solchen Missverständnissen und Störungen nicht entmutigen zu lassen, sondern konzentrierte mich auf das, was ein Mönch zu leisten hat. Ich bewährte mich durch aufrichtiges Handeln und gelassene Reaktionen auf Angriffe. Duldsamkeit bedeutet keineswegs, dass man nachgibt, sondern dass man sich auch widrigen Gegebenheiten mit einem gelassenen Gemüt stellt. Duldsamkeit ist nicht gleich Unfähigkeit. Ein starker Wille siegt über körperliche Unpässlichkeiten und Müdigkeit. Gemütsruhe ist das Gegenmittel bei Missverständnissen und Gram. Am schwierigsten zu ertragen jedoch ist die vorsätzliche Verletzung des eigenen Rufes durch andere. In den vergangenen Jahrzehnten bin ich wiederholt mit solchen Schwierigkeiten und Missständen in Berührung gekommen. In China bezeichneten mich die Kommunisten als Geheimagenten oder Konspirateur der Nationalisten. In Taiwan nannten mich die Nationalisten ein Spion der Kommunisten. Mein Wunsch, die Art und Weise der Verkündigung des Dharma zu reformieren, traf auf zahlreiche Missverständnisse und Kritik der buddhistischen Gemeinschaft. Doch immer wenn ich falsche Beschuldigungen ausgesetzt wurde, setzte ich mich auch weiterhin mit aller Kraft für das ein, an das ich glaubte, anstatt einfach nur für meine eigene Verteidigung einzutreten. Zunächst wurde ich wegen meiner liberalen und progressiven Ideen als Dissident eingestuft. Ich wurde als politischer Mönch bezeichnet, weil ich Regierungsbeamte im Buddhismus unterwies. Auf die abscheulichen Beschimpfungen reagierte ich mit Ruhe und Schweigen. Nach vielen Jahren dann haben sich meine Vorschläge als positiv und meine Absichten als aufrichtig erwiesen. Dies zeigt, dass Duldsamkeit nicht gleich Unfähigkeit ist. Es ist der feste Wille, die Wahrheit auch im Angesicht der Verleumdung durchzusetzen.